Hallo, es ist Freitag 18 Uhr und der Kindergartenurlaub ist damit beendet. Die Kinder sind beim Papa und ich bin fix und fertig. Man sieht es mir auch gar nicht an. Gar nicht. Also die Haare liegen so doof, weil es bei uns geregnet hat tatsächlich. Aber ich bin echt durch. Also das war ja so quasi die so 8 Tage Hardcore alleinerziehend und ich bin echt. Also die haben sich wirklich gut gemacht. Wirklich, 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 wirklich. Aber nichtsdestotrotz ist es anstrengend. Und man sieht mir das auch an. Ich war jetzt noch schnell einkaufen mit meiner Oma. Und jetzt gehe ich unter die Dusche, werde mir die Haare waschen, werde dann ein Korn Wach trinken, Pizza essen, einen Film gucken und mich nochmal ein bisschen zurecht machen. Also nochmal neu schminken. Nägel wollte ich mir lackieren. Weil ich dann einen ganz besonderen Menschen treffe. Kommt mich dann abholen. Und Soweit der Plan für heute. Deswegen, ich denke, wir werden uns dann kurz vorher nochmal sehen. Kann ich euch zeigen, was ich anziehe. Und dann. Tanzfilm geht halt einfach, genau. Ich habe mich heute übrigens für diesen Sally Hansen Nagellack entschieden. Das ist die 546 Get Juiced. Und zwar habe ich, wer mir auf Instagram folgt, hat es schon gesehen, ein ganz tolles Zuschauerpaket bekommen. Und da war der unter anderem drin. Und das hier ist ja immer, das habe ich euch schon so oft gezeigt, mein Geheimtipp. Und zwar von Edding der Unterlack. Und wie ihr seht, ist der schon extrem, extrem leer und ich muss den unbedingt nachkaufen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo es den gibt, weil ich den in einer Box hatte. Und wir haben hier nur so einen kleinen Rossmann, da gibt es den definitiv nicht. Also werde ich ihn wohl oder übel hoffentlich bei Amazon bestellen können, weil den brauche ich. Also dadurch hält das wirklich wesentlich länger und ich liebe das total. Genau, und ich habe mich für den entschieden, weil das sowohl zum heutigen Outfit als auch zu dem von morgen sehr, sehr gut passt. Also, ich habe dieses T-Shirt hier angezogen, wo mich mein Opa immer wieder erschrocken anguckt und ich sage, Opa, die Löcher müssen da sein. und diesen Rock, der ist, ich glaube, von H&M oder Primark oder so. Und in dem habe ich so einen schönen Hintern. das ist ein Outfit der Kategorie schneller Zugriff. Und ich mag das sehr. Ich fühle mich da sehr, 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 sehr wohl drin. Genau, und damit geht's jetzt los zu meinem Baby. Hallo, es ist schon Samstag, kurz nach 4:30 nachmittags. Ich bin heute rechtzeitig aufgestanden, sogar noch vor meinem Wecker. Also ich hatte mir einen Wecker gestellt. Ich war gestern irgendwie kurz vor 1 zu Hause, glaube ich. Genau. Und habe mir heute früh sogar den Wecker gestellt und bin noch vor meinem Wecker aufgewacht. Und habe dann echt bis 15:30 Uhr gearbeitet, durchgearbeitet. Und jetzt habe ich aber auch echt keinen Bock mehr. Und jetzt muss ich auch raus, jetzt will ich unter Leute. Ich merke, wie mein Energielevel extrem sinkt. Und deswegen habe ich mich jetzt zurecht gemacht und fahre jetzt erstmal nochmal zu meinen Großeltern und von da aus dann zu meiner besten Freundin, die hole ich ab, denn wir wollen zusammen essen gehen. Und danach, nachdem ich dann mit meiner besten Freundin essen gegangen bin und die neuesten Kerlgeschichten ausgetauscht habe, komme ich nochmal nach Hause, wechsle nochmal das Outfit. Das ist übrigens ein Kleid, was auch von Yos Clothing ist, weil ihr immer fragt. Genau, wechsle dann nochmal das Outfit. Das habe ich mir schon rausgelegt, das kennt ihr auch schon. Das hatte ich bei den Daily Vlogs mal an. Und dann gehen wir heute Abend noch weg. Ein paar Leute treffen, ein bisschen quatschen und dann den Abend gemütlich zu Hause im Bett ausklingen lassen. So ist der Plan für heute. Morgen vlogge ich dann wieder ein bisschen mehr. Heute war wirklich krasser Arbeitstag. Das musste auch sein. Ich habe leider nicht alles geschafft. Das heißt, ich muss morgen doch recht früh dann nochmal aufstehen. Aber das schaffe ich alles. Ich bin jetzt gespannt, wie heiß es draußen ist. Weil sonst die Tage habe ich immer gesagt, ach, bei uns in der Wohnung, es geht eigentlich. Wir hatten es immer sehr gut im Griff. Aber heute habe ich schon extrem geschwitzt. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wirklich den ganzen Tag auch der PC lief. Ich bin gespannt, wie es jetzt draußen ist und fahre jetzt erstmal los. Haben wir dich gerade gekämmt? Habe ich wieder einen hübschen Hund aus dir gemacht? Bist immer hübsch, ne?
Immer hübsch, jetzt kannst du mich nicht mehr leiden. Ja, ich weiß. Aber guck mal, wie schön du jetzt aussiehst. Guck mal, wie schön flauschig du bist. Ja, so schön flauschig bist du. So schön flauschig. Prima gemacht. Schick. Super. So, ich habe jetzt hier noch Lippenstift drauf geknallt. Oh, der hat eine coole Farbe. Das gefällt mir. Sieht gut aus. So, und hole jetzt mein Dinner-Date ab. So, ich habe jetzt 40 Minuten, um mich fertig zu machen. Das sollte machbar sein. Und ich muss nicht fahren. Und was heißt das, wenn man abends nicht fahren muss? Dass ich jetzt erstmal noch einen Hugo trinke. Oh, ich glänze wie so eine Speckschwarte. So. Dann jetzt 40 Minuten. Das schaffe ich. Das schaffe ich. So, also wie gesagt, eigentlich kennt ihr das Outfit schon. Das hatte ich in den Daily Vlogs schon mal an. Das ist dieses schöne Schmetterlingstop. Und darüber die farblich passende Jacke. Und dann untenrum das, was es immer ist. Genau. Ja, das ist angezogen. Genau. So, und ich sehe jetzt auch wieder ein bisschen fresh aus. Habe mir nochmal transparentes Puder drüber geknallt, damit ich nicht gleich wieder so extrem öle. Und werde jetzt losmachen. Und ich wurde gerade gefragt, ob ich tanzen werde. Ich hoffe doch, dass ich tanzen werde. Von daher sehen wir uns dann morgen wieder. Und ich mache jetzt erstmal los. Was ist das nur? Ich bin schon wieder spät dran. Ein kurzer Recap zu gestern Abend. Es war wundervoll. Es war wundervoll. Ich habe mal wieder ein bisschen schön getanzt. Ich wurde das allererste Mal in meinem Leben auf der Tanzfläche von einem Mann angesprochen. Und wenn du das jetzt hier sehen solltest, du warst so unglaublich süß und du hast mir so ein schönes Kompliment gemacht. Danke nochmal an dieser Stelle dafür. Das war echt krass. Und du warst der erste Mann, der mich jemals angesprochen hat. Ne? Auch was. Genau. Ansonsten war ich die Nacht 2:30 zu Hause, bin 7 wieder aufgestanden, völlig freiwillig ohne Wecker und habe angefangen zu arbeiten. Und jetzt bin ich aber erstmal zum Mittagessen verabredet. Mache ich erstmal so 1-2 Stündchen Pause und dann denke ich mal, wird es weitergehen. Und dann werden wir uns auch wieder sehen, weil ich bin schon wieder spät dran. Ich kann jetzt schon gar nicht wieder so viel erzählen. Aber wir erzählen nachher noch ein bisschen, würde ich sagen. Bis dann. Ich muss mal einen kurzen Mittagsschlaf machen. Es war doch ein bisschen wenig Schlaf in der Nacht. Und ich mache da gerne so ein Powernap-Ding von YouTube. Und ich verlinke euch das hier oben. Aber ich finde es echt gut. Probiert es mal aus. Ich hatte euch vor ein paar Wochen schon mal das Antelope Top gezeigt und es gibt auch ein Interview auf meinem Kanal, wie das Ganze funktioniert, warum Antelope meiner Meinung nach eine richtig geile Sache für Mamas ist, weil ihr wirklich in kürzester Zeit relativ gute Ergebnisse erzielt. Und ja, es ist gerade sehr, 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 sehr heiß, deswegen werden aus den 3x die Woche 20 Minuten gern auch mal 10 Minuten im Moment, aber Hauptsache ich mache was. Und ich wollte euch das jetzt nochmal so ein bisschen erklären und ein bisschen zeigen. Ich habe jetzt erstmal alles vorbereitet. Das heißt, ich habe meinen Top an den Booster angeschlossen. Der da, der das Ganze regelt. Und das ist einmal hier vorne und hier hinten natürlich angeschlossen. Das sitzt natürlich sehr, 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 sehr eng. Aber damit fühlt man sich auch unglaublich sportlich, kann ich euch sagen. Und dann benutze ich heute einfach die Antelope App. Die seht ihr da. Genau. Und ich würde euch gerne so ein bisschen was zeigen, was ich mache. Ich mache hier wirklich keine Spiränzchen. Das schaffen die größten Sportmuffel und Leute, die in ihrem Leben noch keinen Sport gemacht haben. Die schaffen die Übungen, die ich mit diesem Tanktop hier mache. Und bei mir geht es wirklich hauptsächlich um den Bauch und um den Rücken. So, ich kann euch ja nochmal was dazu vorlesen. Die Antelope Techwear basiert auf dem Prinzip der Elektromuskelstimulation. Wie der Name schon andeutet, nutzt diese Technologie elektrische Impulse zur Stimulation der Muskulatur des Körpers. Das ist ein sehr direkter und effektiver Weg, um die Muskeln zu aktivieren und anzuspannen. Der natürliche Ablauf bei der Muskelaktivierung beginnt im Gehirn, welches einen elektrischen Impuls zu einem spezifischen Muskel sendet. Wenn dieses elektrische Signal am Muskel ankommt, löst es dort eine Kontraktion aus.
Bei Antilope ist der Booster, dieses kleine Gerät, was ich euch gerade gezeigt habe, die Energiequelle, welche dieses Signal anstelle des Gehirns aussendet. Der Booster hat sehr vielfältige Möglichkeiten und kann stärkere Impulse aussenden als das Gehirn. Das führt dazu, dass der Trainingseffekt sowohl auf die Muskulatur als auch auf das Gehirn deutlich erhöht ist. So funktioniert das. Also ich habe versucht, eine Kameraposition zu finden, die mich nicht ganz so scheiße aussehen lässt, während ich meine Übung mache, die ich euch gerne zeigen wollte, aber es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, wie das die ganzen Sportvlogger, Blogger, Leute machen, bei mir geht das einfach nicht. Deswegen zeige ich euch höchst professionelle Bilder, die Leute von Antilope gemacht haben, damit ihr seht, welche Übungen ich damit mache. Das ist halt echt kein Hexenwerk, also das könnt auch ihr. Übrigens, das sieht doch echt sportlich aus, ne? Auch wenn man nicht sportlich ist. Aber es sieht zumindest so aus. Also ich liebe das Teil. Ich liebe, liebe, liebe das wirklich. Also schaut euch gerne nochmal alle Informationen, die es auf meinem Kanal dazu gibt, an. Ich verlinke euch Antilope natürlich auch nochmal unten in der Infobox. Und beschäftigt euch mal echt damit. Also ich kann das sehr empfehlen. Ich schätze das sehr, seit ich das habe. Und wie gesagt, man sieht immer sportlich dabei aus. So durch. Ich habe wirklich gestern und heute nochmal hardcore für den Audiokurs für morgen gearbeitet und es ist jetzt alles fertig. Es ist alles fertig, oh mein Gott. Und ich kann ihn dann morgen früh launchen und ich bin so gespannt, was ihr sagen werdet, ob der euch gefällt, ob das so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich bin erleichtert. Ich bin glücklich, dass ich es jetzt geschafft habe und ich bin aber auch sehr stolz und gerade ein sehr, sehr tolles Gefühl. Ich musste mich manchmal in den letzten 2 Tagen wirklich zwingen, mich nochmal ranzusetzen und nochmal was zu machen. Aber jetzt bin ich fertig und es hat sich absolut gelohnt. Und ich gehe jetzt duschen, mache mich nochmal ein bisschen frisch und dann gehe ich raus was trinken. Yes. Und dann gucken wir mal weiter. Erstmal jetzt Kopf aus und die Arbeit endlich Arbeit sein lassen und noch ein bisschen Wochenende machen. So, und ich habe mich jetzt entschieden, auf den Sonntagabend mal echt zu Hause zu verbringen. Ich war jetzt keinen der letzten Abende zu Hause und deswegen gibt es jetzt bei mir Pizza und mit dir an meiner Seite. Oh, ist richtig schön, richtig deftigen Kitsch. Und dann werde ich heute nicht allzu spät ins Bett gehen, obwohl es glaube ich schon wieder 9 ist gleich. Oder? Ich glaube sogar schon nach 9. Also doch ein bisschen später ins Bett gehen, aber nicht ganz so spät wie die letzten Tage. Und genau, dann sind morgen endlich die Kinder wieder da. Und wir sehen uns dann im Vlog in 2 Wochen wieder. Bis dann, ihr Süßen. Tschüss.